April 1960, erster Ostermarsch in Hamburg. Eine zunächst kleine Bewegung von Atomkriegsgegnern und Pazifisten findet bald immer mehr Beachtung. Hamburg als Filmstadt. In Wandsbek wird Studio Hamburg gegründet. Schnell entwickelt sich die Traumfabrik zum modernsten Atelierbetrieb Europas. Das Thalia-Theater wird im Dezember nach 4 Jahren Umbauzeit feierlich wiedereröffnet. Für die Kleinsten gibt es das Weihnachtsmärchen Frau Holle. Amüsierviertel St. Pauli, weltweit bekannt. Licht und Schatten liegen hier nah beieinander. Ein Cancan, beinahe wie in Paris. Und doch nur beinahe. Ein bisschen weniger Feuer, ein bisschen weniger Präzision. Kurz, ein Cancan mit deutscher Gemütlichkeit. Wir sind in St. Pauli, Ankerplatz der Freude genannt. Der Hafen ist nah, die Schiffe von den Meeren und die Seeleute, die nach wochenlanger Einsamkeit wieder hübsche Mädchen sehen wollen. Aber die Reeperbahn gehört längst nicht mehr den Matrosen, sondern den Touristen. Aus ganz Deutschland, aus allen Ländern Skandinaviens, hat sie herbeigelockt das Zauberwort St. Pauli. Internationale Autobusse speien sie zu Hunderten auf die Reeperbahn. St. Pauli, das heißt das große Abenteuer. Taumelndes Vergessen, abseits vom bürgerlichen Alltag. Hier will man was erleben. Nicht bloß reizende, sondern aufreizende Mädchen. Sex ist gefragt. St. Pauli will Montmartre sein. Die Neonröhren schreien französisch Babel Paris hier mitten in Deutschland. Du strebst vorbei? Umsonst. Man lockt, man redet, man zerrt. Pausenlose Revue Show. Zeigen Sie doch mal, was unser Programm Split ist. Laufstieg Revue Paris, der Wäsche ist auch Kabarett, Tanzen und Rall. Das war doch mit denen auf japanischer Art gewartet. Strip-Geschauen in Österreich, die Reise nach Paris. Ja, gnädige Frau, bitte Sie, verwöhnen Sie Ihren Gatten. Er wird sich erkenntlich und dankbar zeigen, wenn er alles gesehen hat. Das ist einmalig auf der Straße, ein außergewöhnlich gutes Programm hier. Und das ist Gundi, die Striptease-Tänzerin, 22 Jahre alt und glücklich verheiratet. 50 Mark pro Abend, dazu Prozente. Keine weiteren Einnahmen. Nein, keine Abenteuer. Sex ist Attrappe, nichts weiter. Ein Feuer, an dem nicht Herzen, sondern bloß Brieftaschen verbrennen. Auch das ist Sex. Damenringkampf im Schlamm. Brutalität, heiserer Schrei, Überwältigung im Dreck. Wir sprachen mit Frau Bartels, der Inhaberin des Lokals. Warum, fragen wir, dieser Appell an die primitiven Instinkte? Warum immer nur Sex und wiederum Sex? Ja, St. Pauli war an sich immer ein Ankerplatz der Freude. Und dem Wunsche der Gäste entsprechend haben sich wahrscheinlich die Gaststätteninhaber darauf eingestellt, den Wünschen der Gäste entgegenzukommen und daher eben auf diese 6 Revuen zurückgegriffen. Bitte schön. Da oben noch eine Flasche bitte, ja? Bitte schön. Ja, sagen Sie mal, welche Flasche ist denn das eigentlich? Das ist die 4. Flasche. Oha, die 4. oder die 3.? Die 4. Flasche. Die 4. Was macht denn das eigentlich auch so? Das sind rund 120 Mark. 120 Mark? Ja, sag mal, 120. Ja? Naja, was macht man? Bitte schön. Ah, die letzte, ja? Reeperbahn morgens um 6. Der Rausch der Nacht ist verflogen. Was bleibt, ist nüchterne Leere. Zerknüllt liegen Flugblätter, die höchste erotische Genüsse verhießen, im Rinnstein wie schmutziger Schnee. Mattigkeit hat die Röte von den Wangen verscheucht. Und wenn sich Lippen finden, so ist es nur noch die quälende Suche nach einem Traum, der nicht mehr wahr ist. Begeisterter Empfang für den deutschen Fußballmeister HSV. Bei ihrer Rückkehr vom Endspiel gegen den 1. FC Köln in Frankfurt werden die Kicker am 25. Juni von Zehntausenden in Hamburg euphorisch begrüßt. Das Frankfurter Waldstadion war im Nu ausverkauft. Austragungsort für das Endspiel um die deutsche Fußballmeisterschaft 1960. Der HSV gegen den 1. FC Köln.
Vor 70.000 Zuschauern gelang dem jungen Hamburger Team gegen die hohen Favoriten der Rheinmetropole eine Sensation. Die 87. Minute. Uns Uwe schießt das Siegtor zum 3:2 für den HSV. Eine Hitzeschlacht bei 35 Grad im Schatten fand ein glückliches Ende, zumindest aus Hamburger Sicht. Kandelbinder schaut zur Uhr, Schlusspfiff im Frankfurter Waldstadion. Die deutsche Fußballmeisterschaft 1960 ist entschieden. Sie ist entschieden zugunsten des norddeutschen Fußballmeisters, zugunsten des Hamburger Sportvereins. Ein Toastwort zuerst an den ersten FC Köln, an den westdeutschen Meister, der ein gutes Spiel geliefert hat, der vielleicht in dieser Endrunde das Pech hatte, seine Höchstform aus der Regionalmeisterschaft nicht zu finden. Die Feier im Stadion nur ein kleiner Vorgeschmack auf den Empfang zu Hause. Die Rückkehr an die Elbe ein einziger Triumphzug. Die ganze Stadt war auf den Beinen, ihre deutschen Fußballmeister zu begrüßen. Mannschaftskapitän Jochen Meintke mit der Meisterschale und Uwe Seeler, der zweifache Torschütze. Der Korso vom Dammtor durch die Stadt vorbei an mehreren hunderttausend Menschen. Auch wenn noch drei deutsche Meisterschaften, drei DFB- und zwei Europapokaltriumphe folgten, die erste Meisterschaft nach dem Krieg war wohl der schönste Erfolg des Hamburger Sportvereins. Nur noch ein knappes Dutzend Drehorgelspieler gibt es 1960 in Hamburg. Es werden immer weniger, denn die Musiker müssen von den Groschen leben, die sie in den Hinterhöfen verdienen. Das sind sie, die Siefkes. Zwei der letzten Drehorgelspieler in unserer großen Stadt. Jeden Morgen gegen 8:30 beginnt für sie die Arbeit auf den Hinterhöfen. Siefkes sind wieder auf Tour mit neuem Repertoire. Diesmal ist auch Susi, das kleine Äffchen, mit von der Partie. Susi ist natürlich der Liebling aller Kinder. Aber auch Opa sieht ihr schmunzeln zu. Für den Löttchen-Fietje ist Susi das größte Wunder seiner drei Lebensjahre. Susi bedankt sich für jede gespendete Geldmünze, indem sie gewichtig die Hand an die Kopfbedeckung legt. Streng äffisch. Und wenn aus dem Gruß auch mal ein Kratzen wird, schließlich ist man ja Affe. Den Scherenschleifer freut die Musik. Seine Arbeit ist eintöniger. Als junger Bursche, ja, da fuhr er zur See. 14 Mal um Kap Horn, das war was anderes. Aber Scherenschleifen bringt auch Geld und mit Musik geht's eben besser. Die Frage ist nun, kann man sich eigentlich einfach so eine Drehorgel kaufen und drauf losdrehen? Bei uns ist doch alles durch Bestimmungen und Verordnungen geregelt, so mit Stempelgebühren und so. Sollte es etwa bei dem letzten Rest von Romantik in unseren Tagen anders sein? Es ist natürlich nicht anders. Bei uns herrscht Ordnung. So müssen sich die Orgeldreher einmal im Jahr mit ihren Instrumenten bei dem zuständigen Polizeimusikmeister vorstellen. Diese Vorschrift hat den Zweck, die Instrumente regelmäßig auf Klangreinheit und Lautstärke zu überprüfen. Gut, kann so bleiben. Ein bisschen Examensangst hat Frau Ira ja doch. Mit Glanz bestanden. Die Papiere waren also in Ordnung. Das Publikum freut sich. Und Susi auch. Ja, Inge, sieh sie dir genau an. Noch fahren sie jeden Tag. Ob sie auch noch spielen, wenn du groß bist? Irene Koss, eines der bekanntesten Gesichter des deutschen Fernsehens. Ihre charmanten Ansagen prägen das Programm. Guten Tag, liebe Mädel und Jungen. Um 17 Uhr ist regulärer Sendebeginn. Eine Sportübertragung vorgesehen? Mittagszeit. Irene Koss kommt gerade ins Haus. Das ist Herr Kebbel, Leiter vom Dienst. Lade noch beim Leiter vom Dienst.
Ja, einen Moment bitte, Herr Käbbel, für Sie. Danke. Käbbel, wann bekomme ich die Information? Moment mal. Ja, ist recht. Gut, um 15 Uhr, aber spätestens, ja? Danke Ihnen. Wiederhören. Was denn? Der Beitrag vom Bayerischen Rundfunk fällt aus. Wir müssen wahrscheinlich noch Programm umstellen. Und was machen wir? Ja, ich schreibe auf jeden Fall zwei Textversionen. Na ja, ich gehe erst mal Haare machen lassen. Arme Irene. Der Tag wird es in sich haben, nicht unbedingt selten beim Fernsehen. Allerdings auch nicht gerade das Beste für Irenes Nerven. Weißt du, Irene, dieses Blitztempo gefällt mir ja gar nicht. Mir auch nicht, wenn ich nicht bin ziemlich nervös. Machst du mit? Oh, man weiß ja nie, was den hohen Herrn so plötzlich einfällt. Leon, schau, auf der anderen Seite, das ist doch Fernsehen. Fernsehen muss dabei sein, immer aktuell sein. Also warten wir ab, was uns heute blüht. Diese Ruhe jetzt auf Irenes Gesicht ist mehr scheinbarer Natur. Innerlich ist die Ansagerin weniger ausgeglichen. Zwei Ansageversionen muss sie nun auswendig lernen, nachdem bekannt ist, dass das bayerische Programm möglicherweise ausfällt und Hamburg einspringen muss. Aber noch liegt keine der beiden Versionen vor. Warten wir also. Wieder im Büro des Leiters vom Dienst. Gucken Sie mal, Herr Käbbel, so viel Kurs für Irene Koss. Herr Käbbel. Ja, das ist jetzt unwichtig, Frau Lader. Wir müssen die Sendung klarkriegen. Hat der Koordinator schon angerufen? Nein. Ja, hier steht auch nichts dran. Moment mal. Zweieinhalb Ansagefassungen hat Irene inzwischen in Händen. Die erste für den Nachmittag sitzt schon halbwegs. Es geht um eine Disney-Sendung, eine Filmsendung also. Es ist nicht nur das Auswendiglernen, sagt Frau Koss. Man muss sich auch etwas hineinleben in so eine Ansage wie in eine Rolle. Frau Koss ist von Haus aus Schauspielerin. 16.15 Uhr. Noch 45 Minuten bis zur Nachmittagsansage. Danke, suchen Sie schon überall. Was ist denn? Das ist für heute Abend. Das ist nachmittags, das brauche ich jetzt. Endlich Klarheit vom Koordinator über die Abendsendung. Die erste Fassung entfällt, die zweite gilt. Fassung 2, dann oder 1? Das ist gestorben, das ist es. Dieser eine Satz kommt noch weg hier, Moment. Der kommt raus, den können Sie streichen. Ja, danke schön, das hat ja noch ein bisschen Zeit. Ja, toll, toll. Ich behalte dies an. Für nachmittags? Ja. Um diese Zeit ist auch der Regieraum besetzt. Lieber Filmraum, könnt ihr mir das Startkreuz auf Filmleine runtergeben? Jawohl, Frau Nadinski. Kommt an, danke. Wenn ich ins Studio sprechen möchte, ja. Irene, Sie denken bitte dran, gerade zu sitzen. Ja, ich werde mir Mühe geben. Frau Lange, wir haben noch eine Minute. Wie kommen wir mit der Musik hin? Musik reicht. Ja, müssen wir da ausblenden oder ist sie genau auf Ende? Nein, sie ist auf Ende. Die Achtung, der rechnet noch 10 Sekunden. Fünf Sekunden. 3 Sekunden. Auf 10 geht raus. Und hoch. Guten Tag, meine Damen und Herren. Guten Tag, ihr lieben Mädel und Jungen. Am 1. Januar 1961 tritt Paul Nevermann sein Amt als erster Bürgermeister an. Eine Woche zuvor ist sein Vorgänger Max Brauer verabschiedet worden. Verbot der Prostitution. Im August untersagt der Senat per Sperrgebietsverordnung die Straßenprostitution in St. Georg und in der Innenstadt. Protest gegen die Berliner Mauer. 5 Tage nach ihrem Bau demonstrieren am 18. August mehr als 100.000 Menschen auf dem Rathausmarkt. Die Cap San Diego läuft am 15. Dezember bei der Deutschen Werft auf Finkenwerder vom Stapel. Auftraggeber die Reederei Hamburg Süd. 450 Aussteller aus 9 Ländern präsentieren sich auf der 35. Internorga. Die Fachmesse für Gastronomie findet vom 9. bis zum 16. März statt. Die Devise Rationalisierung. Arbeit- und personalsparende Geräte deshalb bei 3/4 aller Aussteller. Geschirrspülautomaten etwa. Oder eine Brotaufstrichmaschine, die 3500 Butterbrote in der Stunde schmieren kann. Das ergibt eben mal 58 Scheiben in der Minute. Dieses Telefonverzeichnis
und die tragbare Umkleidekabine für den Strand gehörten zu den vielen Messeschlagern. Einfach die Stütze in den Sand stecken und schon kann man sich ungestört umziehen. Jahr für Jahr präsentierten die Aussteller praktische und nützliche Dinge. Aufsehenerregend diese Kartoffelhandschuhe. Technische Sensation 1961, ein Elektronenofen. Der neueste Trend, tellerfertige Menüs aus dem Tiefkühlkostrestaurant. Kein Unterricht am Sonnabend. An einzelnen Hamburger Schulen wird die Fünf-Tage-Woche erprobt. 8 Uhr morgens am Hellgrundweg einer Straße in Hamburg-Bahrenfeld. Wie an vielen Überwegen dieser Art überqueren auch hier Schulkinder die Straße. Sie unterscheiden sich von anderen Schülern jedoch durch einen bemerkenswerten Umstand. Sie tragen keine Schulmappen. Die Volksschule am Hellgrundweg ist eine der wenigen Schulen in Deutschland, in denen vorerst versuchsweise der Fünf-Tage-Unterricht eingeführt worden ist. Insgesamt gibt es in der Bundesrepublik etwa 15 solche Versuchsschulen. Sie gehen verschiedene Wege, um zum Ziel zu kommen. Am Hellgrundweg in Bahrenfeld versucht es die Hamburger Schulbehörde zum Beispiel mit dem sogenannten Ganztagssystem. Die Kinder haben, mit Ausnahme der untersten beiden Klassen, Montag bis Freitag den ganzen Tag Unterricht. Dafür brauchen sie zu Hause keine Schularbeiten zu machen und sind am Sonnabend frei. Die Schulmappen können also im Klassenzimmer bleiben. Nur am Freitag nehmen die Kinder sie mit nach Hause, damit die Eltern die Hefte ansehen können. Um die Kinder während des langen Schultages nicht zu überfordern, stehen prinzipiell diejenigen Unterrichtsfächer vormittags auf dem Stundenplan, die am meisten Konzentration verlangen. 5%, Herr Friede. 5% bleibt 512. 3% von 400 Mark. Gisela. 3% von 400 Mark gleich 12 D-Mark. Monika, hier an die Tafel. Den Nachmittag sind praktische und anschauliche Lehrfächer vorbehalten, wie etwa Naturlehre, Leibeserziehung oder Erdkunde. Zwischen den beiden Unterrichtsperioden liegt eine große Mittagspause von 1,5 Stunden. Das ist genau die Zeit, in der nach den Erfahrungen der Schulärzte das Aufnahmevermögen der Kinder absinkt. Erstes Anzeichen für die Pause ist ein verheißungsvolles Geräusch, der Essenwagen. Jedes Kind erhält in der Mittagspause eine warme Mahlzeit. Das Essen kommt aus einer Großküche. Der Hamburger Schulverein stiftet einen Beitrag, sodass jede Portion 30 Pfennig kostet. Mit dem Klingelzeichen verändert die Klasse ihr Gesicht. Die Bücher verschwinden. Ein paar Jungen rücken die Tische zusammen. Die Mädchen holen Geschirr und Bestecke aus dem Klassenschrank. Manches Kind entwickelt hier früh hausfrauliche und organisatorische Talente, die ihm später oft zugutekommen werden. Die Sache hat aber auch eine Kehrseite. Die Ganztagsschule dringt tief in den Bereich der Familie ein. Sie wird zum dominierenden Bestandteil im Leben der Kinder. Die Eltern verlieren durch den Fortfall der Hausaufgaben den Überblick über die Schulkenntnisse ihrer Töchter und Söhne. Sogar die Tischmanieren lernen Ganztagsschüler nicht mehr von den Eltern, sondern vom Lehrer. Bernie, willst du mal warten, bis wir alle soweit sind? Nimm mal deine Gabel. Ich wünsche euch guten Appetit. Danke, Herr Herbers. In mehreren europäischen Ländern, wie etwa in England, Frankreich und Schweden oder auch in Nordamerika, ist die Ganztagsschule der Normalfall. In Deutschland lehnt die Mehrzahl der Pädagogen die Ganztagsschule als Ausgleich für den freien Sonnabend im Allgemeinen ab. Wenn in einem Schulbezirk aber, so wie es am Hellgrundweg in Bahrenfeld der Fall ist, besonders viele Schlüsselkinder wohnen, dann ist die Ganztagsschule natürlich zu begrüßen. Es ist besser, die Kinder spielen unter lockerer Aufsicht auf dem Schulhof, als auf der Straße.
Vorwiegend heiter, so heißt die modische Devise für diese Saison. Dasselbe kann man auch von der Frühjahrs- und Sommer-Haarmode 1961 sagen, die von der Internationale des Coiffeurs des Dames vorgeführt wird. Mobile, so heißt das Leitmotiv. Symbol für Bewegung, Schwerelosigkeit, Verspieltheit und Anmut. Von den glatt tupierten Köpfen fand man zu einer natürlichen Linie zurück. Weiche Wellen, die an den Schläfen beginnen, sich hinter dem Ohr fortsetzen, es aber nicht bedecken, bilden ihre Grundidee. Aber auch in der Farbe ist man weicher geworden. Erdnusstöne heißt die Devise. Alles Krause, Schreiende wird vermieden. Mattes Blond, tiefes Rot wird bevorzugt. Am Abend dürfen ein paar Goldlamé-Fäden die Frisur auflockern. Alles in allem eine Konzession an die moderne Frau, die ihr Haar schnell und einfach selber frisieren will. Trotzdem erscheint sie weiblich weich und somit, meine Herren, steht auch ihrer Anerkennung nichts mehr im Wege. Charles Ritter führte in Hamburg seine neue Frühjahrs- und Sommerkollektion vor. Für das Fernsehen zeigten seine Mannequins, was eine Frau im Frühling träumt. Für den sonnigen Süden zum Beispiel das Modell Dolce Vita, vorgesehen zur Zwischenlandung in Rom. Die Modesilhouette dieses Frühjahrs wird unterstrichen durch die Verarbeitung hauchzarter Stoffe. Für den Einkauf mit der kleinen Sportmaschine am Vormittag eignet sich dieses rosé-weiße Hemdblusenkleid aus Krawattenseide. Ebenso wie ein eierschalfarbenes Wollkostüm mit orientalisch gestreifter Bluse. Und für die Reise am Nachmittag Perlenstickereien. Die elegante Lässigkeit des von Paris kreierten neuen Stils, der sich weiter an die Mode der 20er Jahre anlehnt, hält in der Schnittführung den gesamten Stil locker und gibt viel Bewegungsfreiheit. Zum Ausflug nach Paris empfiehlt Charles Ritter das Modell Caravelle, ein weißes Jumperkleid mit rostroter Bordürenstickerei. Zum Aperitif Aquamarin-Paillettenperlen auf Tüll gestickt, mit modisch breitem Rückendekolleté. Oder eine Cocktailkombination, bestehend aus grün gesticktem Jumper mit sehr weitem Georgette-Rock in Weiß. Und hier ein plissiertes Kleid mit Jacke aus Rohseide in der Modefarbe Puderrosa. Zum Dinner in New York das Modell Boeing. Der Mantelüberwurf ist nur dekorative Begleitung zum mit Perlenfransen bestickten Kleid aus nilgrüner Wildseide. Für den sommerlichen Abend und auf der Promenade zu tragen, weite fließende Chiffonkleider, die von Shawl-Teilen pastellfarben umspielt werden. Mittag nehmen die Kinder sie mit nach Hause, damit die Eltern die Hefte ansehen können. Um die Kinder während des langen Schultages nicht zu überfordern, stehen prinzipiell diejenigen Unterrichtsfächer vormittags auf dem Stundenplan, die am meisten Konzentration verlangen. 5%, Herr Friedel. 5% bleibt 500. 3% von 400 Mark. Gisela. 3% von 400 Mark gleich 12 D-Mark. Monika. Hier an die Tafel. Den Nachmittag sind praktische und anschauliche Lehrfächer vorbehalten, wie etwa Naturlehre, Leibeserziehung oder Erdkunde. Zwischen den beiden Unterrichtsperioden liegt eine große Mittagspause von 1,5 Stunden. Das ist genau die Zeit, in der nach den Erfahrungen der Schulärzte das Aufnahmevermögen der Kinder absinkt. Erstes Anzeichen für die Pause ist ein verheißungsvolles Geräusch, der Essenwagen. Jedes Kind erhält in der Mittagspause eine warme Mahlzeit. Das Essen kommt aus einer Großküche. Der Hamburger Schulverein stiftet einen Beitrag, sodass jede Portion 30 Pfennig kostet. Ja,
Mit dem Klingelzeichen verändert die Klasse ihr Gesicht. Die Bücher verschwinden. Ein paar Jungen rücken die Tische zusammen. Die Mädchen holen Geschirr und Bestecke aus dem Klassenschrank. Manches Kind entwickelt hier früh hausfrauliche und organisatorische Talente, die ihm später oft zugutekommen werden. Die Sache hat aber auch eine Kehrseite. Die Ganztagsschule dringt tief in den Bereich der Familie ein. Sie wird zum dominierenden Bestandteil im Leben der Kinder. Die Eltern verlieren durch den Fortfall der Hausaufgaben den Überblick über die Schulkenntnisse ihrer Töchter und Söhne. Sogar die Tischmanieren lernen Ganztagsschüler nicht mehr von den Eltern, sondern vom Lehrer. Bernie, willst du mal warten, bis wir alle soweit sind? Nimm mal deine Garten. Ich wünsche euch guten Appetit. Danke, Herr Herbers. In mehreren europäischen Ländern, wie etwa in England, Frankreich und Schweden oder auch in Nordamerika, ist die Ganztagsschule der Normalfall. In Deutschland lehnt die Mehrzahl der Pädagogen die Ganztagsschule als Ausgleich für den freien Sonnabend im Allgemeinen ab. Wenn in einem Schulbezirk aber, so wie es am Hellgrundweg in Bahrenfeld der Fall ist, besonders viele Schlüsselkinder wohnen, dann ist die Ganztagsschule natürlich zu begrüßen. Es ist besser, die Kinder spielen unter lockerer Aufsicht auf dem Schulhof als auf der Straße. Vorwiegend heiter, so heißt die modische Devise für diese Saison. Dasselbe kann man auch von der Frühjahrs- und Sommer-Haarmode 1961 sagen, die von der Internationale des Coiffeurs des Dames vorgeführt wird. Mobile, so heißt das Leitmotiv. Symbol für Bewegung, Schwerelosigkeit, Verspieltheit und Anmut. Von den glatt tupierten Köpfen fand man zu einer natürlichen Linie zurück. Weiche Wellen, die an den Schläfen beginnen, sich hinter dem Ohr fortsetzen, es aber nicht bedecken, bilden ihre Grundidee. Aber auch in der Farbe ist man weicher geworden. Erdnusstöne heißt die Devise. Alles Krause, Schreiende wird vermieden. Mattes Blond, tiefes Rot wird bevorzugt. Am Abend dürfen ein paar Goldlamee-Fäden die Frisur auflockern. Schnee. Mattigkeit hat die Röte von den Wangen verscheucht. Und wenn sich Lippen finden, so ist es nur noch die quälende Suche nach einem Traum, der nicht mehr wahr ist. Begeisterter Empfang für den deutschen Fußballmeister HSV. Bei ihrer Rückkehr vom Endspiel gegen den 1. FC Köln in Frankfurt werden die Kicker am 25. Juni von Zehntausenden in Hamburg euphorisch begrüßt. Das Frankfurter Waldstadion war im Nu ausverkauft. Austragungsort für das Endspiel um die deutsche Fußballmeisterschaft 1960. Der HSV gegen den 1. FC Köln. Vor 70.000 Zuschauern gelang dem jungen Hamburger Team gegen die hohen Favoriten der Rheinmetropole eine Sensation. Die 87. Minute. Uns Uwe schießt das Siegtor zum 3:2 für den HSV. Eine Hitzeschlacht bei 35 Grad im Schatten fand ein glückliches Ende, zumindest aus Hamburger Sicht. Kandelbinder schaut zur Uhr, Schlusspfiff im Frankfurter Waldstadion. Die deutsche Fußballmeisterschaft 1960 ist entschieden. Sie ist entschieden zugunsten des norddeutschen Fußballmeisters, zugunsten des Hamburger Sportvereins. Ein Trostwort zuerst an den 1. FC Köln, an den westdeutschen Meister, der ein gutes Spiel geliefert hat, der vielleicht in dieser Endrunde das Pech hatte, seine Höchstform aus der Regionalmeisterschaft nicht zu finden. Die Feier im Stadion nur ein kleiner Vorgeschmack auf den Empfang zu Hause. Die Rückkehr an die Elbe, ein einziger Triumphzug. Die ganze Stadt war auf den Beinen, ihre deutschen Fußballmeister zu begrüßen. Mannschaftskapitän Jochen Meinke mit der Meisterschale und Uwe Seeler, der zweifache Torschütze. Der Korso vom Dammtor durch die Stadt vorbei an mehreren hunderttausend Menschen. Auch wenn noch drei deutsche Meisterschaften, drei DFB- und zwei Europapokaltriumphe folgten, die erste Meisterschaft nach dem Krieg war wohl der schönste Erfolg des Hamburger Sportvereins.
Nur noch ein knappes Dutzend Drehorgelspieler gibt es 1960 in Hamburg. Es werden immer weniger, denn die Musiker müssen von den Groschen leben, die sie in den Hinterhöfen verdienen. Das sind sie, die Siefkes. Zwei der letzten Drehorgelspieler in unserer großen Stadt. Jeden Morgen gegen 8:30 beginnt für sie die Arbeit auf den Hinterhöfen. Siefkes sind wieder auf Tour mit neuem Repertoire. Diesmal ist auch Susi, das kleine Äffchen, mit von der Partie. Susi ist natürlich der Liebling aller Kinder. Aber auch Opa sieht ihr schmunzelnd zu. Für den Lütchen Fietje ist Susi das größte Wunder seiner drei Lebensjahre. Susi bedankt sich für jede gespendete Geldmünze, indem sie gewichtig die Hand an die Kopfbedeckung legt. Streng äffisch. Und wenn aus dem Gruß auch mal ein Kratzen wird, schließlich ist man ja Affe. Den Scherenschleifer freut die Musik. Seine Arbeit ist eintöniger. Als junger Bursche, ja, da fuhr er zur See. 14 Mal um Kap Horn, das war was anderes. Aber Scherenschleifen bringt auch Geld und mit Musik geht's eben besser. Die Frage ist nun, kann man sich eigentlich einfach so eine Drehorgel kaufen und drauf losdrehen? Bei uns ist doch alles durch Bestimmungen und Verordnungen geregelt, so mit Stempelgebühren und so. Sollte es etwa bei dem letzten Rest von Romantik in unseren Tagen anders sein? April 1960, erster Ostermarsch in Hamburg. Eine zunächst kleine Bewegung von Atomkriegsgegnern und Pazifisten findet bald immer mehr Beachtung. Hamburg als Filmstadt. In Wandsbek wird Studio Hamburg gegründet. Schnell entwickelt sich die Traumfabrik zum modernsten Atelierbetrieb Europas. Das Thalia-Theater wird im Dezember nach 4 Jahren Umbauzeit feierlich wiedereröffnet. Für die Kleinsten gibt es das Weihnachtsmärchen Frau Holle. Amüsierviertel St. Pauli, weltweit bekannt. Licht und Schatten liegen hier nah beieinander. Ein Cancan, beinahe wie in Paris. Und doch nur beinahe. Ein bisschen weniger Feuer, ein bisschen weniger Präzision. Kurz, ein Cancan mit deutscher Gemütlichkeit. Wir sind in St. Pauli, Ankerplatz der Freude genannt. Der Hafen ist nah, die Schiffe von den Meeren und die Seeleute, die nach wochenlanger Einsamkeit wieder hübsche Mädchen sehen wollen. Aber die Reeperbahn gehört längst nicht mehr den Matrosen, sondern den Touristen. Aus ganz Deutschland, aus allen Ländern Skandinaviens, hat sie herbeigelockt das Zauberwort St. Pauli. Internationale Autobusse speien sie zu Hunderten auf die Reeperbahn. St. Pauli, das heißt das große Abenteuer. Taumelndes Vergessen, abseits vom bürgerlichen Alltag. Hier will man was erleben. Nicht bloß reizende, sondern aufreizende Mädchen. Sex ist gefragt. St. Pauli will Montmartre sein. Die Neonröhren schreien französisch Babel Paris hier mitten in Deutschland. Du strebst vorbei? Umsonst. Man lockt, man redet. Man zerrt. Pausenlos der Revue Schau. Dann überzeugen Sie doch mal von unserem Programm. Striptease, Laufstieg, Revue, Pariser Wäsche, Schau. Kabarett, Tanzen und Ralf. Was auch mit denen ist auf japanischer Art gewartet. Striptease schauen in höchster Polizei. Die Reise nach Paris. Ja, gnädige Frau, bitte Sie, verwöhnen Sie Ihren Gatten. Er wird sich erkenntlich und dankbar zeigen, wenn er alles gesehen hat. Das ist einmalig auf der Straße. Ein außergewöhnlich gutes Programm hier. Und das ist Gundi, die Striptease-Tänzerin, 22 Jahre alt und glücklich verheiratet. 50 Mark pro Abend, dazu Prozente. Keine weiteren Einnahmen. Nein, keine Abenteuer. Sex ist Attrappe, nichts weiter. Ein Feuer, an dem nicht Herzen, sondern bloß Brieftaschen verbrennen. Auch das ist Sex. Damenringkampf im Schlamm. Brutalität, heiserer Schrei, Überwältigung im Dreck.
Wir sprachen mit Frau Bartels, der Inhaberin des Lokals. Warum, fragen wir, dieser Appell an die primitiven Instinkte? Warum immer nur Sex und wiederum Sex? Ja, St. Pauli war an sich immer ein Ankerplatz der Freude. Und dem Wunsche der Gäste entsprechend haben sich wahrscheinlich die Gaststätteninhaber darauf eingestellt, den Wünschen der Gäste entgegenzukommen und daher eben auf diese sechs Revuen zurückgegriffen. Bitte schön. Da oben noch eine Flasche bitte, ja? Bitte schön. Ja, sagen Sie mal, welche Flasche ist denn das eigentlich? Das ist die vierte Flasche. Oha, die vierte oder die dritte? Die vierte Flasche. Die vierte schon. Was macht denn das eigentlich auch so? Das sind rund 120 Mark. 120 Mark? Ja, sag mal, 120. Ja? Naja, was macht man denn? Bitte schön. Die letzte, ja? Reeperbahn morgens um sechs. Der Rausch der Nacht ist verflogen. Was bleibt, ist nüchterne Leere. Zerknüllt liegen Flugblätter, die höchste erotische Genüsse verhießen, im Rinnstein wie schmutziger Schmutz. Es ist natürlich nicht anders. Bei uns herrscht Ordnung. So müssen sich die Orgeldreher einmal im Jahr mit ihren Instrumenten bei dem zuständigen Polizeimusikmeister vorstellen. Diese Vorschrift hat den Zweck, die Instrumente regelmäßig auf Klangreinheit und Lautstärke zu überprüfen. Gut, kann so bleiben. Ein bisschen Examensangst hat Frau Ira ja doch. Mit Glanz bestanden. Die Papiere waren also in Ordnung. Das Publikum freut sich. Und Susi auch. Ja, Inge, sieh sie dir genau an. Noch fahren sie jeden Tag. Ob sie auch noch spielen, wenn du groß bist? Irene Koss, eines der bekanntesten Gesichter des deutschen Fernsehens. Ihre charmanten Ansagen prägen das Programm. Guten Tag, liebe Mädel und Jungen. Um 17 Uhr ist regulärer Sendebeginn. Eine Sportübertragung vorgesehen? Mittagszeit. Irene Koss kommt gerade ins Haus. Das ist Herr Kebbel, Leiter vom Dienst. Lade noch beim Leiter vom Dienst. Ja, einen Moment bitte, Herr Kebbel, für Sie. Kebbel, wann bekomme ich die Information? Moment mal. Ja, ist recht. Gut, um 15 Uhr, aber spätestens, ja? Danke Ihnen. Wiederhören. Ja, der Beitrag vom Bayerischen Rundfunk fällt aus. Wir müssen wahrscheinlich noch Programm umstellen. Und was machen wir? Ja, ich schreibe auf jeden Fall zwei Textversionen. Na ja, ich gehe erst mal Haare machen lassen. Haare, Irene. Der Tag wird es in sich haben, nicht unbedingt selten beim Fernsehen. Allerdings auch nicht gerade das Beste für Irenes Nerven. Weißt du, Irene, dieses Witztempo gefällt mir ja gar nicht. Mir auch nicht, wenn welche. Ich bin ziemlich nervös. Machst du mit? Oh, man weiß ja nie, was dem hohen Herrn so plötzlich einfällt. Leon, schau, auf der anderen Seite, das ist doch Fernsehen. Fernsehen muss dabei sein, immer aktuell sein. Also warten wir ab, was uns heute blüht. Diese Ruhe jetzt auf Irenes Gesicht ist mehr scheinbarer Natur. Innerlich ist die Ansagerin weniger ausgeglichen. Zwei Ansageversionen muss sie nun auswendig lernen, nachdem bekannt ist, dass das bayerische Programm möglicherweise ausfällt und Hamburg einspringen muss. Aber noch liegt keine der beiden Versionen vor. Warten wir also. Wieder im Büro des Leiters vom Dienst. Gucken Sie mal, Herr Kebbel, so viel Post für Irene Koss. Herr Kebbel. Ja, das ist jetzt unwichtig, Frau Lader. Wir müssen die Sendung klarkriegen. Hat der Koordinator schon angerufen? Nein. Ja, hier steht auch eine Stadt. Moment mal. Zweieinhalb Ansagefassungen hat Irene inzwischen in Händen. Die erste für den Nachmittag sitzt schon halbwegs. Es geht um eine Disney-Sendung, eine Filmsendung also. Es ist nicht nur das Auswendiglernen, sagt Frau Koss. Man muss sich auch etwas hineinleben in so eine Ansage wie in eine Rolle. Frau Koss ist von Haus aus Schauspielerin. 16.15 Uhr.
Noch 45 Minuten bis zur Nachmittagsansage. Danke, suchen Sie schon überall. Was ist denn? Das ist für heute Abend. Das ist Nachmittag, das brauche ich jetzt. Endlich Klarheit vom Koordinator über die Abendsendung. Die erste Fassung entfällt, die zweite gilt. Fassung 2, dann oder eine? Das ist gestorben, das ist es. Dieser eine Satz kommt noch weg hier, Moment. Der kommt raus, den können Sie streichen. Ja, danke schön, das hat ja noch ein bisschen Zeit. Ja, toll, toll. Ich behalte dies an. Für nachmittags? Ja. Aber um diese Zeit ist auch der Regieraum besetzt. Lieber Filmraum, könnt ihr mir das Startkreuz auf Filmleine runtergeben? Jawohl, fangen Sie. Kommt an, danke. Wenn ich ins Studio sprechen möchte, ja. Irene, Sie denken bitte dran, gerade zu sitzen. Ja, ich werde mir Mühe geben. Frau Lange, wir haben noch eine Minute. Wie kommen wir mit der Musik hin? Musik reicht. Ja, müssen wir da ausblenden oder ist sie genau auf Ende? Nein, sie ist auf Ende. So, Achtung, wir rechnen noch 10 Sekunden. Fünf Sekunden. 3 Sekunden. Auf 10 geht raus. Und hoch. Hoch. Guten Tag, meine Damen und Herren. Guten Tag, ihr lieben Mädel und Jungen. Am 1. Januar 1961 tritt Paul Nevermann sein Amt als erster Bürgermeister an. Eine Woche zuvor ist sein Vorgänger Max Brauer verabschiedet worden. Verbot der Prostitution. Im August untersagt der Senat per Sperrgebietsverordnung die Straßenprostitution in St. Georg und in der Innenstadt. Protest gegen die Berliner Mauer. 5 Tage nach ihrem Bau demonstrieren am 18. August mehr als 100.000 Menschen auf dem Rathausmarkt. Die Cap San Diego läuft am 15. Dezember bei der Deutschen Werft auf Finkenwerder vom Stapel. Auftraggeber die Reederei Hamburg Süd. 450 Aussteller aus 9 Ländern präsentieren sich auf der 35. Internorga. Die Fachmesse für Gastronomie findet vom 9. bis zum 16. März statt. Die Devise Rationalisierung. Arbeit- und personalsparende Geräte deshalb bei 3/4 aller Aussteller. Geschirrspülautomaten etwa. Oder eine Brotaufstrichmaschine, die 3500 Butterbrote in der Stunde schmieren kann. Das ergibt eben mal 58 Scheiben in der Minute. Dieses Telefonverzeichnis und die tragbare Umkleidekabine für den Strand gehörten zu den vielen Messeschlagern. Einfach die Stütze in den Sand stecken und schon kann man sich ungestört umziehen. Jahr für Jahr präsentierten die Aussteller praktische und nützliche Dinge. Aufsehenerregend diese Kartoffelhandschuhe. Technische Sensation 1961, ein Elektronenofen. Der neueste Trend, tellerfertige Menüs aus dem Tiefkühlkostrestaurant. Kein Unterricht am Sonnabend. An einzelnen Hamburger Schulen wird die 5-Tage-Woche erprobt. 8 Uhr morgens am Hellgrundweg einer Straße in Hamburg-Bahrenfeld. Wie an vielen Überwegen dieser Art überqueren auch hier Schulkinder die Straße. Sie unterscheiden sich von anderen Schülern jedoch durch einen bemerkenswerten Umstand. Sie tragen keine Schulmappen. Die Volksschule am Hellgrundweg ist eine der wenigen Schulen in Deutschland, in denen vorerst versuchsweise der 5-Tage-Unterricht eingeführt worden ist. Insgesamt gibt es in der Bundesrepublik etwa 15 solche Versuchsschulen. Sie gehen verschiedene Wege, um zum Ziel zu kommen. Am Hellgrundweg in Bahrenfeld versucht es die Hamburger Schulbehörde zum Beispiel mit dem sogenannten Ganztagssystem. Die Kinder haben, mit Ausnahme der untersten beiden Klassen, Montag bis Freitag den ganzen Tag Unterricht. Dafür brauchen sie zu Hause keine Schularbeiten zu machen und sind am Sonnabend frei. Die Schulmappen können also im Klassenzimmer bleiben. Nur am Freitag. April 1960, erster Ostermarsch in Hamburg. Eine zunächst kleine Bewegung von Atomkriegsgegnern und Pazifisten findet bald immer mehr Beachtung. Hamburg als Filmstadt. In Wandsbek wird Studio Hamburg gegründet. Schnell entwickelt sich die Traumfabrik zum modernsten Atelierbetrieb Europas.
Das Thalia-Theater wird im Dezember nach 4 Jahren Umbauzeit feierlich wiedereröffnet. Für die Kleinsten gibt es das Weihnachtsmärchen Frau Holle. Amüsierviertel St. Pauli, weltweit bekannt. Licht und Schatten liegen hier nah beieinander. Ein Cancan, beinahe wie in Paris. Und doch nur beinahe. Ein bisschen weniger Feuer, ein bisschen weniger Präzision. Kurz, ein Cancan mit deutscher Gemütlichkeit. Wir sind in St. Pauli, Ankerplatz der Freude genannt. Der Hafen ist nah, die Schiffe von den Meeren und die Seeleute, die nach wochenlanger Einsamkeit wieder hübsche Mädchen sehen wollen. Aber die Reeperbahn gehört längst nicht mehr den Matrosen, sondern den Touristen. Aus ganz Deutschland, aus allen Ländern Skandinaviens, hat sie herbeigelockt das Zauberwort St. Pauli. Internationale Autobusse speien sie zu Hunderten auf die Reeperbahn. St. Pauli, das heißt das große Abenteuer. Taumelndes Vergessen, abseits vom bürgerlichen Alltag. Hier will man was erleben. Nicht bloß reizende, sondern aufreizende Mädchen. Sex ist gefragt. St. Pauli will Montmartre sein. Die Neonröhren schreien französisch Babel Paris hier mitten in Deutschland. Du strebst vorbei? Umsonst. Man lockt, man redet, man zerrt. Pausenlos der Revue Schau. Dann überzeugen Sie doch mal, weil unsere Freiland bestritt ist. Laufstiege Revue Paris, der Wäsche Schau. Kabarett, Tanzen und Rall. Das war doch mit denen nach japanischer Art gewartet. Strip-Geschau in Österreich. Die Reise nach Paris. Ja, gnädige Frau, bitte Sie, verwöhnen Sie Ihren Gatten. Er wird sich erkenntlich und dankbar zeigen, wenn er alles gesehen hat. Das ist einmalig auf der Straße. Ein außergewöhnlich gutes Programm hier. Und das ist Gundi, die Striptease-Tänzerin, 22 Jahre alt und glücklich verheiratet. 50 Mark pro Abend, dazu Prozente. Keine weiteren Einnahmen. Nein, keine Abenteuer. Sex ist Attrappe, nichts weiter. Ein Feuer, an dem nicht Herzen, sondern bloß Brieftaschen verbrennen. Auch das ist Sex. Damenringkampf im Schlamm. Brutalität, heiserer Schrei, Überwältigung im Dreck. Wir sprachen mit Frau Bartels, der Inhaberin des Lokals. Warum, fragen wir, dieser Appell an die primitiven Instinkte? Warum immer nur Sex und wiederum Sex? Ja, St. Pauli war an sich immer ein Ankerplatz der Freude. Und dem Wunsche der Gäste entsprechend haben sich wahrscheinlich die Gaststätteninhaber darauf eingestellt, den Wünschen der Gäste entgegenzukommen und daher eben auf diese 6 Revuen zurückgegriffen. Da oben noch eine Flasche bitte, ja? Bitte schön. Ja, sagen Sie mal, welche Flasche ist denn das eigentlich? Das ist die 4. Flasche. Oha, die 4. oder die 3.? Die 4. Flasche. Die 4. schon. Was macht denn das eigentlich aus so? Das sind rund 120 Mark. 120 Mark? Ja, sag mal, 120. Ja? Naja, was macht man denn? Bitte schön. Ah, die letzte, ja? Reeperbahn morgens um 6. Der Rausch der Nacht ist verflogen. Was bleibt, ist nüchterne Leere. Zerknüllt liegen Flugblätter, die höchste erotische Genüsse verhießen, im Rinnstein wie schmutziger Schnee. Mattigkeit hat die Röte von den Wangen verscheucht, und wenn sich Lippen finden, so ist es nur noch die quälende Suche nach einem Traum, der nicht mehr wahr ist. Begeisterter Empfang für den deutschen Fußballmeister HSV. Bei ihrer Rückkehr vom Endspiel gegen den 1. FC Köln in Frankfurt werden die Kicker am 25. Juni von Zehntausenden in Hamburg euphorisch begrüßt. Das Frankfurter Waldstadion war im Nu ausverkauft. Austragungsort für das Endspiel um die deutsche Fußballmeisterschaft 1960. Der HSV gegen den 1. FC Köln. Vor 70.000 Zuschauern gelang dem jungen Hamburger Team gegen die hohen Favoriten der Rheinmetropole eine Sensation. Die 87. Minute. Uns Uwe schießt das Siegtor zum 3:2 für den HSV. Eine Hitzeschlacht bei 35 Grad im Schatten fand ein glückliches Ende, zumindest aus Hamburger Sicht.
Kandelbinder schaut zur Uhr, Schlusspfiff und dann zum Waldstadion. Die deutsche Fußballmeisterschaft 1960 ist entschieden. Sie ist entschieden zugunsten des norddeutschen Fußballmeisters, zugunsten des Hamburger Sportvereins. Ein Trostwort zuerst an den ersten FC Köln, an den westdeutschen Meister, der ein gutes Spiel geliefert hat, der vielleicht in dieser Endrunde das Pech hatte, seine Höchstform aus der Regionalmeisterschaft nicht zu finden. Die Feier im Stadion nur ein kleiner Vorgeschmack auf den Empfang zu Hause. Die Rückkehr an die Elbe ein einziger Triumphzug. Die ganze Stadt war auf den Beinen, ihre deutschen Fußballmeister zu begrüßen. Mannschaftskapitän Jochen Meintke mit der Meisterschale und Uwe Seeler, der zweifache Torschütze. Der Korso vom Dammtor durch die Stadt vorbei an mehreren hunderttausend Menschen. Auch wenn noch drei deutsche Meisterschaften, drei DFB- und zwei Europapokaltriumphe folgten, die erste Meisterschaft nach dem Krieg war wohl der schönste Erfolg des Hamburger Sportvereins. Nur noch ein knappes Dutzend Drehorgelspieler gibt es 1960 in Hamburg. Es werden immer weniger, denn die Musiker müssen von den Groschen leben, die sie in den Hinterhöfen verdienen. Das sind sie, die Siefkes. Zwei der letzten Drehorgelspieler in unserer großen Stadt. Jeden Morgen gegen 8:30 beginnt für sie die Arbeit auf den Hinterhöfen. Siefkes sind wieder auf Tour mit neuem Repertoire. Diesmal ist auch Susi, das kleine Äffchen, mit von der Partie. Susi ist natürlich der Liebling aller Kinder. Aber auch Opa sieht ihr schmunzelnd zu. Für den Lüttchen Fietje ist Susi das größte Wunder seiner drei Lebensjahre. Susi bedankt sich für jede gespendete Geldmünze, indem sie gewichtig die Hand an die Kopfbedeckung legt. Streng äffisch. Und wenn aus dem Gruß auch mal ein Kratzen wird, schließlich ist man ja Affe. Scherenschleifer freut die Musik. Seine Arbeit ist eintöniger. Als junger Bursche, ja, da fuhr er zur See. 14 Mal um Kap Horn, das war was anderes. Aber Scherenschleifen bringt auch Geld und mit Musik geht's eben besser. Die Frage ist nun, kann man sich eigentlich einfach so eine Drehorgel kaufen und drauf losdrehen? Bei uns ist doch alles durch Bestimmungen und Verordnungen geregelt, so mit Stempelgebühren und so. Sollte es etwa bei dem letzten Rest von Romantik in unseren Tagen anders sein? Für nachmittags. Ja. Um diese Zeit ist auch der Regieraum besetzt. Lieber Filmraum, könnt ihr mir das Startkreuz auf Filmleine runtergeben? Jawohl, kommen Sie. Kommt an, danke. Wir müssen ins Studio sprechen. Ja, Irene, Sie denken bitte dran, gerade zu sitzen. Ja, ich werde mir Mühe geben. Frau Lange, wir haben noch eine Minute. Wie kommen wir mit der Musik hin? Musik reicht. Ja, müssen wir da ausblenden oder ist sie genau auf Ende? Nein, sie ist auf Ende. So, Achtung, wir rechnen noch 10 Sekunden. Fünf Sekunden. 3 Sekunden. Auf 10 geht raus. Und hoch. Hoch. Guten Tag, meine Damen und Herren. Guten Tag, ihr lieben Mädel und Jungen. Am 1. Januar 1961 tritt Paul Nevermann sein Amt als erster Bürgermeister an. Eine Woche zuvor ist sein Vorgänger Max Brauer verabschiedet worden. Verbot der Prostitution. Im August untersagt der Senat per Sperrgebietsverordnung die Straßenprostitution in St. Georg und in der Innenstadt. Protest gegen die Berliner Mauer. 5 Tage nach ihrem Bau demonstrieren am 18. August mehr als 100.000 Menschen auf dem Rathausmarkt. Die Cap San Diego läuft am 15. Dezember bei der Deutschen Werft auf Finkenwerder vom Stapel. Auftraggeber die Reederei Hamburg Süd. 450 Aussteller aus 9 Ländern präsentieren sich auf der 35. Internorga. Die Fachmesse für Gastronomie findet vom 9. bis zum 16. März statt.
Die Devise Rationalisierung. Arbeit- und personalsparende Geräte deshalb bei 3/4 aller Aussteller. Geschirrspülautomaten etwa. Oder eine Brotaufstrichmaschine, die 3500 Butterbrote in der Stunde schmieren kann. Das ergibt eben mal 58 Scheiben in der Minute. Dieses Telefonverzeichnis und die tragbare Umkleidekabine für den Strand gehörten zu den vielen Messeschlagern. Einfach die Stütze in den Sand stecken und schon kann man sich ungestört umziehen. Jahr für Jahr präsentierten die Aussteller praktische und nützliche Dinge. Aufsehenerregend diese Kartoffelhandschuhe. Technische Sensation 1961, ein Elektronenofen. Der neueste Trend, tellerfertige Menüs aus dem Tiefkühlkostrestaurant. Kein Unterricht am Sonnabend. An einzelnen Hamburger Schulen wird die 5-Tage-Woche erprobt. 8 Uhr morgens am Hellgrundweg einer Straße in Hamburg-Bahrenfeld. Wie an vielen Überwegen dieser Art überqueren auch hier Schulkinder die Straße. Sie unterscheiden sich von anderen Schülern jedoch durch einen bemerkenswerten Umstand. Sie tragen keine Schulmappen. Die Volksschule am Hellgrundweg ist eine der wenigen Schulen in Deutschland, in denen vorerst versuchsweise der 5-Tage-Unterricht eingeführt worden ist. Insgesamt gibt es in der Bundesrepublik etwa 15 solche Versuchsschulen. Sie gehen verschiedene Wege, um zum Ziel zu kommen. Am Hellgrundweg in Bahrenfeld versucht es die Hamburger Schulbehörde zum Beispiel mit dem sogenannten Ganztagssystem. Die Kinder haben, mit Ausnahme der untersten beiden Klassen, Montag bis Freitag den ganzen Tag Unterricht. Dafür brauchen sie zu Hause keine Schularbeiten zu machen und sind am Sonnabend frei. Die Schulmappen können also im Klassenzimmer bleiben. Nur am Freitag nehmen die Kinder sie mit nach Hause, damit die Eltern die Hefte ansehen können. Um die Kinder während des langen Schultages nicht zu überfordern, stehen prinzipiell diejenigen Unterrichtsfächer vormittags auf dem Stundenplan, die am meisten Konzentration verlangen. 5%, Herr Friedel. 5% bleibt 512. 3% von 400 Mark. Gisela. 3% von 400 Mark gleich 12 D-Mark. Monika, hier an die Tafel. Den Nachmittag sind praktische und anschauliche Lehrfächer vorbehalten, wie etwa Naturlehre, Leibeserziehung oder Erdkunde. Zwischen den beiden Unterrichtsperioden liegt eine große Mittagspause von 1,5 Stunden. Das ist genau die Zeit, in der nach den Erfahrungen der Schulärzte das Aufnahmevermögen der Kinder absinkt. Erstes Anzeichen für die Pause ist ein verheißungsvolles Geräusch, der Essenwagen. Jedes Kind erhält in der Mittagspause eine warme Mahlzeit. Das Essen kommt aus einer Großküche. Der Hamburger Schulverein stiftet einen Beitrag, sodass jede Portion 30 Pfennig kostet. Mit dem Klingelzeichen verändert die Klasse ihr Gesicht. Die Bücher verschwinden. Ein paar Jungen rücken die Tische zusammen. Die Mädchen holen Geschirr und Bestecke aus dem Klassenschrank. Manches Kind entwickelt hier früh hausfrauliche und organisatorische Talente, die ihm später oft zugutekommen werden. Die Sache hat aber auch eine Kehrseite. Die Ganztagsschule dringt tief in den Bereich der Familie ein. Sie wird zum dominierenden Bestandteil im Leben der Kinder. Die Eltern verlieren durch den Fortfall der Hausaufgaben den Überblick über die Schulkenntnisse ihrer Töchter und Söhne. Sogar die Tischmanieren lernen Ganztagsschüler nicht mehr von den Eltern, sondern vom Lehrer. Bernie, willst du mal warten, bis wir alle soweit sind? Ich wünsche euch guten Appetit. Danke. In mehreren europäischen Ländern, wie etwa in England, Frankreich und Schweden oder auch in Nordamerika, ist die Ganztagsschule der Normalfall. In Deutschland lehnt die Mehrzahl der Pädagogen die Ganztagsschule als Ausgleich für den freien Sonnabend im Allgemeinen ab.
Wenn in einem Schulbezirk aber, so wie es am Hellgrundweg in Bahrenfeld der Fall ist, besonders viele Schlüsselkinder wohnen, dann ist die Ganztagsschule natürlich zu begrüßen. Es ist besser, die Kinder spielen unter lockerer Aufsicht auf dem Schulhof als auf der Straße. Vorwiegend heiter, so heißt die modische Devise für diese Saison. Dasselbe kann man auch von der Frühjahrs- und Sommer-Haarmode 1961 sagen, die von der Internationale des Coiffeurs des Dames vorgeführt wird. Mobile, so heißt das Leitmotiv. Symbol für Bewegung, Schwerelosigkeit, Verspieltheit und Anmut. Von den glatt tupierten Köpfen fand man zu einer natürlichen Linie zurück. Weiche Wellen, die an den Schläfen beginnen, sich hinter dem Ohr fortsetzen, es aber nicht bedecken, bilden ihre Grundidee. Aber auch in der Farbe ist man weicher geworden. Erdnusstöne heißt die Devise. Alles Krause, Schreiende wird vermieden. Mattes Blond, tiefes Rot wird bevorzugt. Am Abend dürfen ein paar Goldlamee fehlen. Es ist natürlich nicht anders. Bei uns herrscht Ordnung. So müssen sich die Orgeldreher einmal im Jahr mit ihren Instrumenten bei dem zuständigen Polizeimusikmeister vorstellen. Diese Vorschrift hat den Zweck, die Instrumente regelmäßig auf Klangreinheit und Lautstärke zu überprüfen. Gut, kann so bleiben. Ein bisschen Examensangst hat Frau Ihrer ja doch. Mit Glanz bestanden. Die Papiere waren also in Ordnung. Das Publikum freut sich. Und Susi auch. Ja, Inge, sieh sie dir genau an. Noch fahren sie jeden Tag. Ob sie auch noch spielen, wenn du groß bist? Irene Koss, eines der bekanntesten Gesichter des deutschen Fernsehens. Ihre charmanten Ansagen prägen das Programm. Guten Tag, liebe Mädel und Jungen. Um 17 Uhr ist regulärer Sendebeginn. Eine Sportübertragung vorgesehen? Mittagszeit. Irene Koss kommt gerade ins Haus. Das ist Herr Kebbel, Leiter vom Dienst. Lade noch beim Leiter vom Dienst. Ja, einen Moment bitte, Herr Kebbel, für Sie. Danke. Kebbel, wann bekomme ich die Information? Moment mal. Ja, ist recht. Gut, um 15 Uhr, aber spätestens, ja? Danke Ihnen, wiederhören. Ja, der Beitrag vom Bayerischen Rundfunk fällt aus. Wir müssen wahrscheinlich noch Programm umstellen. Und was machen wir? Ja, ich schreibe auf jeden Fall zwei Textversionen. Na ja, ich gehe erst mal Haare machen lassen. Der Tag wird es in sich haben, nicht unbedingt selten beim Fernsehen. Allerdings auch nicht gerade das Beste für Irenes Nerven. Weißt du, Irene, dieses Blitztempo gefällt mir ja gar nicht. Mir auch nicht, wenn welchen, ich bin ziemlich nervös. Magst du mir? Oh, man weiß ja nie, was den hohen Herrn so plötzlich einfällt. Leon, schau, auf der anderen Seite, das ist doch Fernsehen. Fernsehen muss dabei sein, immer aktuell sein. Also warten wir ab, was uns heute blüht. Diese Ruhe jetzt auf Irenes Gesicht ist mehr scheinbarer Natur. Innerlich ist die Ansagerin weniger ausgeglichen. Zwei Ansageversionen muss sie nun auswendig lernen, nachdem bekannt ist, dass das bayerische Programm möglicherweise ausfällt und Hamburg einspringen muss. Aber noch liegt keine der beiden Versionen vor. Warten wir also. Wieder im Büro des Leiters vom Dienst. Gucken Sie mal, Herr Kebbel, so viel Post für Irene Koss. Herr Kebbel. Ja, das ist jetzt unwichtig, Frau Lader. Wir müssen die Sendung klarkriegen. Hat der Koordinator schon angerufen? Nein. Ja, hier steht auch nichts dran. Moment mal. 2,5 Ansagefassungen hat Irene inzwischen in Händen. Die erste für den Nachmittag sitzt schon halbwegs. Es geht um eine Disney-Sendung, eine Filmsendung also. Es ist nicht nur das Auswendiglernen, sagt Frau Koss. Man muss sich auch etwas hineinleben in so eine Ansage wie in eine Rolle. Frau Koss ist von Haus aus Schauspielerin. 16.15 Uhr.
Noch 45 Minuten bis zur Nachmittagsansage. Ja, danke, suchen Sie schon wieder. Was ist denn? Nein, das ist für heute Abend. Das ist Nachmittags, das brauche ich jetzt. Endlich Klarheit vom Koordinator über die Abendsendung. Die erste Fassung entfällt, die zweite gilt. Fassung 2, dann oder eine? Das ist gestorben, das ist es. Dieser eine Satz kommt noch weg hier, Moment. Der kommt raus, den können Sie streichen. Ja, danke schon, das hat ja noch ein bisschen Zeit. Toi, toi. Ich behalte dies an.